Wir waren auf Nachfrage vieler Zuschauer heute beim Kreuzungsausbau Ernst-Thälmann-Straße, Lohstraße, Mühlstraße und Straße des Friedens unterwegs. Wir fragten in der Straße des Friedens nach, was alles gemacht wurde und ob es beim Ausbau Komplikationen gab. Also beim grundhaften Ausbau der Straße des Friedens hier wurden sämtliche Medien im Untergrund erneuert, also Wasser, Abwasser, Gas und Strom. Auch neue IT-Technik wurde verlegt, auch für Leitungen, die wir jetzt noch nicht brauchen und nicht kennen, wurden Leerrohre verlegt für die Zukunft. Das ist erstmal das Wesentliche für die Infrastruktur. Dann wurde der gesamte Bauraum also ausgebaut, also 1 Meter Tiefe etwa, 1 Meter Tiefe abgetragen und lagenweise neu aufgebaut, ne, mit Untergrundstabilisierung und den mineralischen Tragschichten. Und zum Schluss kommt eine Asphaltstraße in die Mitte, ein Asphaltband aus drei Lagen, ne, und die Parkplatzflächen werden mit Großpflaster, Granit-Großpflaster befestigt und die Gehsteige bekommen Granit-Kleinsteinpflaster. Auch wollten wir wissen, wie der aktuelle Stand ist und wann die Straße wieder freigegeben wird. Wir arbeiten im Moment ungefähr nach Plan, haben etwa 1 Woche Verzug. Ne? Fertigstellung wird im Monat November sein, ein genaues Datum kann ich nicht nennen. Beim Kreuzungsneubau Ernst-Thälmann-Straße, Lohstraße, Mühlstraße haben wir auch nachgefragt, wie und was alles umgebaut wurde. Also die Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße, Lohstraße, Mühlstraße wurde grundlegend ausgebaut. Wurde der Untergrund getauscht, die ganze Struktur der Kreuzung wurde verändert, sodass die ganze Übersichtlichkeit wesentlich besser ist, als es die ganze Zeit war. Vorher war es eine große schwarze Fläche, die eigentlich, wenn man als Fremder kam, man nicht wusste, wie man sich einzuordnen hat, wie man abzubiegen hat, ohne dass man mit den anderen eventuell in Kollision kommt. Das war ja auch ein Kollisionspunkt in der Vergangenheit. Also haben wir das jetzt so strukturiert, dass die Verkehrsführung eigentlich klarer ist, dass es unproblematisch ist von der Orientierung her, auch für fremde Leute. Parallel wurde viel Grün, also wurde eine große Grünanlage integriert in das ganze Ambiente. Die Bushaltestelle wurde von der Brücke versetzt Richtung weiter Ernst-Thälmann-Straße. Das Brückenbauwerk wurde komplett saniert, instand gesetzt, neu abgedichtet. Die Kappen wurden neu gemacht, es kommen neue Geländer drauf. Ansonsten Asphalt, Pflaster, ein paar Parkmöglichkeiten wurden geschaffen. Auch da fragten wir nach dem Stand des Zeitplanes und der Freigabe der Kreuzung. Die Bauarbeiten laufen derzeit nach Plan. Wir haben eigentlich keine Verzüge in den Zeiten, in den ganzen Bauzeiten. Wir wären voraussichtlich Ende November fertig und das war eigentlich das, was wir uns ursprünglich als Ziel gesetzt hatten. Falls auch Sie eine Frage haben, melden Sie sich bei uns bei Dein Film TV Pößneck.